meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. Morgens, hier ist er wieder, euer Dutchman, mit einer neuen Folge Gute Zeilen, schlechte Zeilen, Folge 46, und wir beschäftigen uns diesmal mit den Kommentaren zum Let's Play Herrscher der Meere, dem alten DOS-Spiel, was ich da aus der Kiste gekramt habe und mit dem ich aber immer wieder mal viel Spaß habe. Und ja, ist auch recht gut bei euch angekommen. Wir schauen mal hier in der Playlist, werfen einfach mal einen Blick auf die Zuschauerzahlen. Den Trailer, 350 Aufrufe knapp, der ist gut bei euch angekommen. Und dann ging es los. Die erste Folge, 570 Aufrufe. Und dann brach es aber noch ein bisschen ein. 266, 240 Aufrufe, 168, 212, 170 Aufrufe, okay. Aber dann geht so langsam hier in die Knie, 120 Aufrufe, um die 140, 130 Aufrufe hier. Ja. Aber so langsam ging es dann doch immer runter. Ne, Momentchen mal, aber es scheint hier recht stabil zu sein, so bei 100 Aufrufen. Das wäre ja schon mal, ist ja schon mal richtig schön. Ja, Folge 26 haben wir inzwischen veröffentlicht. Ja, da scheinen viele von euch doch noch nachzugucken, beziehungsweise da Folgen nachzuholen, wenn ich das hier richtig sehe. Soweit. So schön. Steigen wir einfach mal in die Kommentare ein. Und zwar mit dem Trailer. So. Jawohl, so viele Kommentare haben wir hier. Na doch, ist ganz schön was zusammengekommen. Also, lassen wir uns da mal alle anzeigen. Ja, der Trailer, gemacht, zusammengeschnitten aus Szenen aus dem Intro-Video von Herrscher der Meere. Auch mit der Musik unterlegt, das alles ein bisschen zusammengeschnitten, ein bisschen aufgehübscht. Und hat euch erfreulicherweise gefallen. No? Lucia 1987 freut sich hier, das wird bestimmt klasse. Er freut sich schon darauf, was Älteres zu sehen. Ja, wird bei mir, denke ich mal, dann häufiger vorkommen. Aktuelle Spiele werdet ihr bei mir kaum sehen, abgesehen von Minecraft und von den alten Sachen. Da habe ich halt noch so einiges auf Lager. Ich denke mal, da wird noch mehr kommen. Vielleicht nicht ganz so alt, aber so Pi mal Daumen. Ne? Ein bisschen älter, ein bisschen unbekannter alles. Ein bisschen Retro, ein bisschen Oldschool und abseits des Mainstreams. Ne? Der aktuellen AAA-Blockbuster. Andorin 08, das ist ja mal eine Überraschung. Er kennt das Spiel gar nicht. Ja, das kennen, glaube ich, recht wenige. Freut sich jedenfalls auch drauf. Genauso wie Master Sheep 2011. Dann Hongs for Amiga. Hat das Spiel 1998 gezockt? Ja. Hat aber damals ein riesiges Problem. Schiffe abgesoffen, haha. Ja, das passiert bei mir nicht. Ich weiß nicht, ob ich eine andere Version habe, vielleicht eine gepatchte Version oder sowas. Ich habe es damals halt über so eine Zeitschriften-CD bekommen oder mir zugelegt. Und ja, schauen wir mal. Wieso? Bei mir läuft's halt allerdings gibt's ein Problem wohl mit dem Reparieren von Schiffen. Das scheint bei mir nicht zu funktionieren. Kommen wir aber auch noch zu. Ist ja in den Kommentaren auch häufig angesprochen. CD Mater meint, hier sieht eher aus wie ein Role-Playing-Game mit Piraten-Setting. Mit RPG hat das überhaupt nichts zu tun. Ist Strategie. Ja, ein bisschen Wirtschaftssimulation, ein bisschen Kampf dabei. Ne? Und läuft bei mir, wie gesagt, in der DOS-Box. Und weiter geht's hier. Obi-Wan Kenobi, sieht schon mal sehr interessant aus. Unter schwarzer Flagge. Unter schwarzer Flagge, das Spiel kenne ich ehrlich gesagt nicht. Deswegen kann ich noch leider nichts dazu sagen. Deinser meldet sich auch hier zu Wort. Gute alte Spiel kriege ich echt nicht mehr zum Laufen. Ich habe das damals schon. Die besten alten Spiele neben die Fugger 2. Fugger habe ich, glaube ich, auch mal angespielt. Bin damit allerdings nie so richtig warm geworden. Wäre vielleicht nochmal ein Anlauf wert. Aber bei mir läuft's ohne Probleme in der DOS-Box. Ja, das als Tipp vielleicht. Und Kelturio meldet sich hier. Wow, wusste gar nicht, dass es damals unter DOS schon so gute Grafik gab. Für die Verhältnisse echt gut. Stimmt. Ja, das alles hier ohne 3D-Beschleuniger.
muss man immer noch anmerken. Und der Trailer, das ist natürlich keine Spielgrafik, na, sondern das sind gerenderte Szenen. Und hat man aber auch schon damals aus den Grafikkarten versucht herauszuholen, was herauszuholen war. Mit allen Tricks gearbeitet. Das Originalvideo läuft hier mit 10 Frames pro Sekunde und ist im Halbzeilenverfahren irgendwie gerendert. Das heißt, jede zweite Zeile ist schwarz, nur jede zweite Zeile hat tatsächlich Bildinhalte. So brachial ist man damals vorgegangen, um das überhaupt abspielen zu lassen zu können auf den damaligen Maschinen halt mit 640 mal 480 VGA-Auflösung. Ja, kommt vielleicht auch noch ein Toolbox-Video dazu. Weil, ja, bei manchen alten Spielen kann man da noch was machen. Ich sag mal nur Rad-Tools und, na, wie heißen sie? Bing und Smacker, die Videoformate, in denen solche Sachen damals gemacht wurden, findet man teilweise heute auch noch. Ja, Sachen dazu. Ja. Okay, aber zack, zurück, zurück. Und weiter mit der ersten Folge. So, ihr könnt hier schon mal laufen lassen. Ja, ersten Folge hatte ich das Problem, dass ich den Ingame-Sound nicht aufgenommen habe, aber das hat euch erfreulicherweise nicht viel ausgemacht. Schauen wir hier wieder in die Kommentare. 11 Kommentare, sehr schön. Und zack. So, Tikudu, weiter so, Daumen hoch. Ja, danke, da hat er auch gleich Unterstützung bekommen. Richtig so, das gefällt mir. Dass du jetzt nicht anfängst, in Minecraft so schön große Schiffe zu bauen. Da steht ja noch die Kogge, die steht ja schon lange aus, auch die Korvette. Dass ich da mal endlich anfange, beziehungsweise weitermache. Genau, Korvettenbauplatz, ne? Hier mal der Wink mit dem Zaunpfahl. CDNator meldet sich nochmal. Scheint so, als müsste ich diesem Let's Play nochmal meine DOS-Box bemühen. Richtig, lohnt sich. Großes Lob für die Projektauswahl. Dickes Danke dafür. Ich hoffe, ich habe noch ein paar solcher außergewöhnlichen Titel für euch hier auf Lager. Pankreatitis, auch Niederschmidt, kannst du mir nicht machen, immer schöne Unterhaltung bieten. Ich hoffe, durch die Prüfung bist du inzwischen durchgekommen, gut durchgekommen. Ja. Merk schon, dass meine. Er genießt schon jetzt jede Sekunde. Das soll es noch schon gewesen sein. Was? Ja, nein. Also 1-Stunden-Folgen Herrscher der Meere wird es nicht geben, sondern ganz normale Viertelstunde-Folge. Die ersten 30 Folgen hatte ich damals schon gerendert. Deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, auf eure Anregungen hier einzugehen. Das wird also alles erst nach Folge 29, 30 passieren, berücksichtigt werden können. Zum Beispiel, dass ich nochmal versuche, Schiffe zu reparieren oder reparieren zu lassen und das mal wirklich teste, ob das so funktioniert, wie ihr mir das gesagt habt, dass man die einfach nur in einem Hafen stehen lassen muss. Und dann werden die repariert. Schauen wir mal. Ja. 15, 20 Minuten Parts deswegen, damit ich relativ gut vielleicht ein zweites Let's Play parallel dazu laufen lassen kann. Ja, momentan läuft ja noch parallel dazu das Diablo 1 Let's Play. Und mal sehen, wenn ich wieder in die Schiene komme mit Minecraft. Das ist also so fast jeden zweiten Tag ein Minecraft-Video in Überlänge geben wird. Dann gibt es an den Zwischentagen statt einer zwei Folgen in Standardlänge eines normalen Let's Plays, sei es dann Herrscher der Meere, sei es Diablo, sei es irgendwas anderes. Lasst euch überraschen. Ich hoffe mal, ich ziehe das durch, was ich für den Spätsommer Herbst so im Kopf habe. Lasst euch da überraschen. Wie gesagt. No? Any Gaming, wusste gar nicht, dass ich Strategiespiele spiele. Doch, tue ich. ist halt aus der. Ja, ich würde jetzt nicht sagen Anfangszeit, aber aus den 80er, 90er Jahren war es ein Genre, das eigentlich geblüht hat. Einfach weil die Hardwareanforderungen relativ niedrig sind für bei Strategiespielen. Na, bei Action, da ist immer Bewegung dabei, da muss die Grafik stimmen. Ja, am besten noch in 3D. Und das steckte halt damals alles in den Anfangs
steckte halt anfangs alles damals in den Kinderschuhen, sagen wir es mal so rum. Und bei Strategiespielen, da konnte man halt schon, das Potenzial der Maschine ausschöpfen, so ein bisschen stärker. Es hat heute so ein bisschen nachgelassen, oder es ist einfach der Trend ein bisschen anders. Alles grafiklastiger und actionlastiger geworden, weil natürlich die Maschinen jetzt auch die entsprechende Performance bieten, die bei einem Strategiespiel eigentlich gar nicht so abgefordert wird. Ja, aber ist noch ein anderes, aber nicht uninteressantes Thema. Ja. Gespannt ist er jedenfalls. Freue mich und hoffe, dass du dabei bleibst. Dann Hongs vor Amiga nochmal. Nein, wenigstens kann ich mal bei zugucken. Stimmt, bei dir war ja der Bug. Bei mir tritt der nicht auf. Ich habe dafür, glaube ich, das Problem, dass die Schiffe nicht repariert werden. Das werden wir aber testen. Milo Works, der Abend ist gerettet. Super Idee. Gern geschehen. Machen wir doch gerne. Auch mehrfach. Let's Play Arte 64. Ja. Weiß nicht, wo das herkommt. Oh, super Sache. Zack, zack, zack. Ja, erster eigener PC, Siemens Nixdorf, Windows 3.11. Genau, darunter lief das noch, ne? Gestatten Donk. Hier, Master Chief 2011. Ja, schönes Spiel. Gemütlich, ja. Einfach durch das Gameplay, dass das Spiel halt stoppt, wenn man etwas tun soll, an der Reihe ist. Ja, diese Echtzeit, da bin ich nie so richtig damit warm geworden, da verhudle ich mich immer irgendwo und verpasse dafür wichtige Sachen, die anderswo dann passieren. Ja, und das ist eben hier bei Herrscher der Meere nicht der Fall. Da ist das halt mit dieser Uhr richtig schön gelöst, dass die Zeit halt stoppt, wenn irgendwo was passiert, wo ich eingreifen muss, will, soll, kann. Ja, dann kann ich mich ganz in Ruhe darum kümmern, dann lasse ich die Zeit weiterlaufen und dann weiter bis zum nächsten Ereignis. Ne? Ja, er freut sich hier, dass ich euch einen solchen schönen alten Klassiker zeige. Ja. Ja, wie gesagt, ich hoffe, ich habe davon noch mehr auf Lager für euch. Und Gottes Willen, du hast mir auch mal deinen Nickname gesagt oder einen Namen, bei dem ich den Victor, ne? Kann das sein? Ich hoffe, ich erinnere mich jetzt richtig. Da muss er noch ein paar Folgen nachholen. Das ist ja gerade mal die erste. Ihm gefällt das LP jetzt schon. Informativer als mein Geschichtsunterricht, ja. Geschichtslehrer. Wäre vielleicht tatsächlich was, weil ich mich für Geschichte interessiere und Geschichten um Geschichte, also so Histörchen und so weiter, da hängt sich so mein Interesse dran auf. Und von daher weiß ich, habe ich da einfach auch eine ganze Menge an Hintergrundwissen. Von daher, Qualitätsaufnahme, ja, du warst damals erst eins. Ja, so ist das halt. Gut, soweit hier durch die Kommentare zur ersten Folge. Zurück, zurück und zur zweiten Folge. Ups, ich hoffe mal, ihr kriegt den Videoton gar nicht mit, der mir hier jedes Mal um die Ohren schauert. So, zweiter Teil. Sieben Kommentare. Zack, zack. Cedinator, wunderherrlich. Schönes Spiel. Ja, guter Spieler. Oh, danke. Und lernen tut man als geschichtlich stark interessierte Person auch noch was. Ja, gerne. Mache ich auch gerne, dass ich das ja so kombiniere. Ein bisschen was noch drumrum erzähle und gerade Herrscher der Meere bietet sich da an, halt mit dieser Geschichtslinie, mit diesen geschichtlichen Ereignissen, die da zwischendurch immer wieder eingestreut werden. Da kann man immer noch so ein oder zwei Verse dazu erzählen. Ne? Das Arte unter den Let's Plays, ne? Fiel ja, glaube ich, schon mal als Stichwort. Wenn ich noch Geschichtsunterricht hätte, würde ich diese Videos glatt mal meinem Lehrer vorschlagen oder zumindest Ausschnitte davon. Ja, wäre vielleicht eine Sache. Ich meine, der eine oder andere von euch geht ja vielleicht noch zur Schule. Heißgetränk, ihr kennt das. Von daher wäre das vielleicht auch mal bei euch eine Idee, ne? Dass wir überhaupt mal ein Thema, so Computerspiele. Dann aber eher hier so
Strategie- oder Wirtschaftssimulationsbasiert im Geschichtsunterricht einzusetzen. Ja, oder so Handelssimulationen, was weiß ich, die Fugger zum Beispiel, da lernt man sicherlich einiges über die Zeit und Umstände, in denen diese Spiele spielen, diese Settings angesetzt sind, diese Szenarios. Und das wäre vielleicht nicht uninteressant als Idee. Ja. Schauen wir mal, vielleicht wird ja was draus. Sushi 4900, echt cooles Spiel, hätte ich nicht gedacht. Lass mich aber gerne überraschen. Ja, freut mich, dass ich euch da immer wieder so überraschen kann. Ich hoffe, mir gelingt das auch noch häufiger. Naja, komm, Zeit hast du dann schon noch. Hongs vom Amiga, yo, wenn es einer fertig bringt, das Spiel noch interessanter rüberzubringen, dann wohl der gute alte Dutchman, war ja wohl klar. Danke für dieses dicke Kompliment. Let's Play meets Geschichtsunterricht, das ist ja mal episch. Ja, schauen wir mal, wie sich dann das auch so weiter ergibt, beziehungsweise vielleicht auch bei anderen Spielen, anderen Themen, das noch weiterkommt. So, ich glaube, es ist Victor. Retro Let's Play. Bekommt da richtig Lust, die modernen Games wegzustellen und lieber sowas mal zu installieren. Ja, guter Tipp. Vielleicht auch für den einen oder anderen bei euch zu Hause. Mal so wieder was Altes rausholen, was einen damals begeistert hat und sich einfach nochmal, ja, zumindest angucken. Dann merkt man halt auch, wie sich die Zeiten geändert haben, wie man sich selber geändert hat vor allen Dingen. Das merkt man daran. Recht gut, nicht nur wie sich die Spiele verändert haben, obwohl man in dem Fall eher merkt, was doch gleich geblieben ist, nämlich an der Faszination des Spiels, auch wenn es damals mit wesentlich einfacheren Mitteln war. Und man sieht dann vielleicht aktuelle Spiele ein bisschen in einem anderen Licht, na, wenn man weiß, okay, es braucht kein Grafikfeuerwerk und DX12 mit 64-fach Anti-Aliasing und Halleluja und Ping-Pong und hast du nicht gesehen, um einen zu faszinieren. Ne? So ein bisschen back to the roots, was man da einfach selber erfahren kann. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja, dass man merkt, wie wichtig die Wurzeln, die Ursprünge sind, der Kontakt dazu, dass man den nicht verliert. Ja, ich will jetzt nicht sagen Retro und Oldschool über alles, sondern aber immer mit dabei, nicht aus dem Blick verlieren. Ja, ja, ich finde es auch ein bisschen schade, dass nur wenige meiner Abonnenten sich dieses Let's Play anschauen, aber es ist auch okay. Es ist halt vom Spiel her nicht jedermanns Sache und es ist natürlich relativ bewegungsarm auf dem Bildschirm. Ne? Muss man auch mal dazu sagen. Aber danke für das Kompliment mit Stimme und Kommentierweise, dass das so gut zu dem Spiel passt. Kalturio hier nochmal, sieht echt interessant aus, bisher so spannend ist und bleibt, freue mich. Wozu braucht man da noch zig neue Spiele, wenn es so solche schönen älteren Titel gibt? Ja, leicht mit dem Smiley hier, natürlich neue Spiele immer schön und sinnvoll, aber nicht immer ist neu unbedingt auch gleich gut oder besser als das alte. Huh? Dutchman, der Name fast zu dem Spiel wie Faust aufs Auge. Klar, The Flying Dutchman, ne? Der fliegende Holländer, die legendäre Seefahrergestalt. Ich weiß nicht, ob ich was im Video zugesagt habe, aber ich glaube, die Legende geht zurück auf einen gewissen Kapitän van Heerstraaten, der damals versucht hat, gegen Wind und Wetter um das Kap der Guten Hoffnung, also Südafrika, herumzukommen. Eine andere Geschichte oder eine andere Quelle verlegt das Ganze nach Kap Horn, also die Südspitze von Südamerika. Und der Kapitän soll also ja seine Seele drauf verwettet haben. Gegen Sturm und Wetter zum Trotz, koste es, was es wolle, will er um das Kap rum. Und naja, für diese gotteslästerliche Für diesen gotteslästerlichen Fluch wurde er halt dazu verdammt, auf ewig mit seinem Schiff auf den Meeren umherzukreuzen. Ja. Und man sagte auch, das Schiff, das also dem fliegenden Holländer begegnet, dessen Mannschaft den fliegenden Holländer sieht, dessen Schicksal sei besiegelt, es sei dem Untergang geweiht. Ich frage mich nur, warum so viele dann überlebt haben, um davon zu erzählen, dass sie den fliegenden Holländer gesehen haben.
dass das halt so eine weit verbreitete Legende werden konnte. Ne? Ja. The Captain Zocker meldet sich hier wirklich kommentierte, gut kommentiertes Let's Play. Danke. Und ich hoffe auch, ich kommentiere die Kommentare sehr gut. In dem gute Zeilen, schlechte Zeilen. Das ist ja noch so ein Format, was nur ein bisschen der Entdeckung durch die anderen großen YouTuber hart. Bis jetzt ist das ja noch wirklich eine Spezialität meines Kanals, das so in dieser Form hier zu machen. Er kennt das Spiel selber, muss auch sagen, dass alte Spiele locker mit den neuen mithalten können. Ja, Thema hatten wir ja schon ein bisschen angesprochen. Ne? Grafik und Effekte und Pipapo ist halt nicht alles. Das Gameplay, das ist das Interessante. Und da haben ältere Spiele wirklich einige Stärken und können mit heutigen Titeln wirklich durchaus mithalten. Ja. Weiter geht's. Ich habe mir so einiges vorgenommen. So. Einiges vorgenommen, weil ich möchte ja schon mal gucken, ob ich die 25 ersten Folgen hier zumindest in einem Rutsch durchgehen kann. Und ich mache hier mal ein kurzes Päuschen, um die Aufnahme zu kontrollieren. Weiter geht's. Dritte Folge. Let's Play Herrscher der Meere. 20 Minuten habe ich schon kommentiert. Das ist ja schon fast wie beim Let's Showplay Minecraft hier. Muss mal ein bisschen Gas geben hier. So. 10 Kommentare. Zack, zack, zack. Obi-Wan Kenobi. Wuhu, da kommt man nach Hause. Neues Video von Dutchman. Kann man ja die Uhr noch stellen. Ja, da hatte ich auch mal ein paar Wochen lang hintereinander ähnliche Schichten, dass ich also immer um dieselbe Zeit hochladen konnte und das Video immer halt schön morgens für euch da war. Bei so einer Viertelstunde läuft der Upload in einer, ja, ungefähr 30 Minuten durch. Das ist jetzt ungefähr auch beim Let's Play Diablo so. Das geht ganz gut. Das ist ein bisschen anders als die langen Folgen vom Let's Showplay Minecraft. Die dauern da schon ein bisschen länger, so 2, 3 Stunden mit dem Upload. Macht aber nichts. Ja, Verschreiber ist inzwischen korrigiert. Kingsab, Liebe soll siebte Spiele und auch das LP. Danke dir dafür. Genial mal wieder, Milo Works. Danke. Sehr gut, besser als so manches Geschichtsbuch. Danke. Zack. Hier von Cdnator. Skandinavien gibt es leider nur den einen Hafen oben in Norwegen, wo es nicht besonders attraktive Waren zum Handeln gibt. Felle und Fleisch, das ist so eher das Niedrigpreis, die Niedrigpreissparte. Das heißt, da kann man mit wenig Geld sein Schiff vollladen und was bei mir knapp ist, ist ja momentan eher der Schiffsraum, sodass ich da eher hochpreisige Handelsgüter transportiere. Da sind auch die Gewinnspannen größer. Ja. Obi-Wan Kenobi nochmal, sehr gute Folge. Bekommt direkt Lust auf ähnliche Spiele. Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache. Ja, dass ihr da angeregt werdet, selber in die Richtung zu spielen und neue Spiele für euch zu entdecken. No. Ach, dieses Spiel ist toll. Hier als extra gibt es ja sehr damaligen Game. Super Let's Play. Dickes Danke dafür. Und dann können wir ja gleich weitergehen zu Folge 4. So, ich kriege übrigens hier immer den Videoton in voller Lautstärke mit. Ihr kriegt das hier nur mit, was über den Kopfhörer oder über die externen Boxen auf mein Mikrofon schallt. Da seid ihr also momentan ein bisschen besser dran als ich. Dreiecksbeziehungen, Handelsdreiecke, darüber habe ich in der Folge gesprochen. Ist auch immer schön, wenn man so eine Beschreibung da hat. weiter geht's in die Kommentare. 4 Stück diesmal, nicht allzu viel. Ist das Spiel kostenlos? Nein. Leider nicht. Ich weiß auch nicht, ob es irgendwo noch zu kriegen ist. Na, Kongs vor Amiga freut sich hier, Handelsdreieck in Action. Genau, das werden wir das ganze Spiel so durchziehen und ausnutzen, dieses Handelsdreieck, was sich da aufspannt. Und ja, Aragon 26 Ara. Habe ich auch schon mal einiges, glaube ich, von dir gelesen unter dem Let's Showplay Minecraft, ne? Bist auch schon mal da gewesen zum Kommentieren. Muss man gar nicht gucken, es reicht nur hören. Ja, habe ich auch nichts dagegen. Man kriegt so viel trotzdem mit Hammer LP. Gut ab zu meinem Stand. Ja, gerne, nichts dagegen. Auch ein bisschen mit der Sinn der Sache.
Okay, und da haben wir es auch nochmal. Das Spiel ist nicht kostenlos. Ob es inzwischen vielleicht Abandonware ist, das ist vielleicht eine andere Sache. Aber ich habe da nichts weiter gefunden. So, Folge 5. Hier jetzt mal wieder ein bisschen mehr Kommentare gegeben. Lassen wir uns die einfach mal alle anzeigen und zack. So, Patricia 4, bis auf die Grafik. Ja, vom Gameplay klar, ist eine Handelssimulation. Ja, von daher durchaus Ähnlichkeit mit Patricia 4. Ich glaube, Patricia 4 dürfte allerdings ein bisschen komplexer sein. Also, ich kenne ehrlich gesagt weder die Fugger richtig noch die Patricia-Serie. Spielt aber doch ähnlich in der Zeit. Ne? Anno spielt auch ein bisschen in ähnlichen Szenarien, beziehungsweise vom Grund her ähnlich. Natürlich sehr viel komplexer und in Echtzeit. Ne? Ein paar Unterschiede gibt es da natürlich doch. Obi-Wan Kenobi, schönes Video. Ich hoffe, du schaffst es, beziehungsweise aus der Verlustzone rauszusegeln. Ja, habe ich ja inzwischen hinbekommen. Ich bin auch inzwischen schon ein paar Mal wieder drin gewesen in der Verlustzone. Immer schön Abwechslung dabei. Cinenator beschränkt sich hier einfach auf ein herrlich wie immer. Mehr gibt es nicht zu sagen. Danke dafür. Was haben wir hier? Von Maupi. Aus meinem Trackmania-Clan von X-Rated, Hallo Dutch, durchaus Fan, da muss ja Kritik üben. Flatout TM Minecraft ist top, keine Frage, aber völlig daneben gegriffen nach seinem Geschmack. Vitamin C kann aber nicht wirklich ausgleichen, dass am Bildschirm eigentlich zu wenig passiert. Ja, hat er nicht ganz Unrecht. No? Im Kern sagt er also, Let's Play, toll, Kommentar, toll, aber es passiert halt einfach zu wenig auf dem Bildschirm. Und deswegen das Spiel nicht so als für Let's Plays geeignet. Klar, es ist ein bisschen natürlich aus einer ganz anderen Ära. Aber ich denke mal hier, die Zuschauerzahlen zeigen durchaus, dass das geht und greift, aber unberechtigt ist diese Kritik nicht. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Es passiert natürlich recht wenig auf dem Bildschirm. So ehrlich muss man sein. Und das Ganze dann trotzdem interessant zu gestalten, ist natürlich eine Herausforderung. Aber so waren halt damals die alten Spiele. Und ein bisschen möchte ich euch ja davon zeigen und hoffe euch auch die Faszination vermitteln zu können, die halt Computerspieler schon damals hatten. Na, es muss nicht immer das Neueste, Tollste, Größte, Schönste sein. Wie gesagt, die X12-Grafik, Halleluja, Ding Dong, Pipapo. Sondern es geht auch sehr viel einfacher. Wobei man auch sagen muss, man hatte ja damals nichts anderes. Ja. Aber es ist schon klar, war mir auch klar, oder habe ich schon mitbedacht, dass es eventuell floppt, das Let's Play, einfach weil auf dem Bildschirm zu wenig los ist, weil da zu wenig passiert. Ja, aber soweit bin ich mit dem Verlauf sehr zufrieden. Trotzdem, der Punkt, den er da anspricht, dass halt einfach auf dem Bildschirm wenig los ist, ist berechtigt. Aber Pankreatitis findet HDM toll. Die 15 bis 20 Minuten gehen wie im Flug vorbei und er kann nicht genug bekommen. Schön. Weiter geht's dann mit der nächsten Folge der sechsten. Na komm schon, Kiste, mach ihn hier. So. Zack, Ton weg. So, weiter auf Entdeckungsreise an der amerikanischen Pazifikküste. Zack, zack, zack. Ja, 6 Kommentare. Zack, schauen wir einfach mal alle rein. Ah, Hongs vor Amiga, finanzielles Desaster. Ja, passiert halt immer zwischendurch mal wieder. Und Beschreibung, Tippfehler habe ich korrigiert. Danke. Dutchman zum Frühstück ist immer noch wieder was Tolles. Epic Film Music meldet sich hier wieder mal. Danke dafür. Sklaven aus eigener Produktion. Ja, stimmt. Klingt irgendwie seltsam. Da muss man schon ein bisschen auf zweiter Ebene mitdenken, damit das zündet. No. Richtig Knirscher. Was kommt im Spiel, wenn du dich verabschiedest? Oder muss ich mit der neuen. Ja.
Ach so, ja, genau. Da war ja noch der Ingame-Sound nicht so da. Und inzwischen kennt ihr es ja, ne, immer wenn hier ein Spruch kommt vom Spiel, von wegen, wir sind im Hafen eingelaufen oder sowas, ne, dann das ist so der Abschlussspruch, der da fehlt. Und ihr seht ja die Animation, aber ihr hört zumindest in den ersten Folgen leider dann auch nichts. Ne? Sind schon 2011, Sklaven aus eigener Produktion, auch nochmal drauf eingestiegen. Naja. Ne? weiter geht's. Dann mit der siebten Folge zu sehen, dass wir hier durchkommen. Ich meine, ich kann noch mehrere gute Zeilen, schlechte Zeilen hier zu machen zum Let's Play Herrscher der Meere. So ist das ja nicht. Ne? Erstmal möchte ich hier auf die siebte Folge. Kiste. So. Ein Kommentar, das macht die Sache einfach. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, in der Folge bin ich befördert worden vom Handelsherrn, nee, oder vom Kaufmann zum Handelsherrn. Sehen wir da hinten das Ranking. Na, da, Handelsherr, da seht ihr das. Ansonsten können wir hier wunderbar einfach weitermachen mit Folge 8. Ja. So, da ist wieder ein bisschen mehr los in den Kommentaren. So, Epic Film Music. Großstören tut es mich ja nicht. Ich wollte nochmal nachfragen. Achso, hier. Ja, er liebt dieses LP, schaut sich das immer zum Frühstück an. ja, mit der Geschichte, dass ich dazu so viel erzählen kann, hängt einfach damit zusammen, dass ich mich schon eine ganze Weile dafür interessiere und dass ich das einfach schon eine Weile mache, ist einfach altersbedingt, ne? Kaum einer von euch hat sich vielleicht schon mal so 20 oder 30 Jahre damit beschäftigt, so nebenher immer ein bisschen was über Geschichte zu lernen. Ne? Und da kommt halt über die Zeit doch einiges zusammen. Gebe ich auch gerne weiter, so in der Form hier eben wie zum Beispiel beim Let's Play Herrscher der Meere. Warum ist das Bild so klein? Klar, das Spiel ist nicht in HD. Sondern 640x480 oder 480p, wie man heute sagen würde, 480 Zeilen. Und das habe ich halt hier im 1 zu 1 gemacht. Ich könnte es natürlich größer machen beim Let's Play Diablo. Da habe ich es so gemacht, dass es ein bisschen größer ist. Auf 720 mal irgendwas. 576, glaube ich. Aufgeblasen, die 640x480. Ich denke aber, hier werde ich das durchziehen, wenn er einfach im Vollbild schaut. No, dann habt ihr das ja relativ groß. Ja, und Bildschirme waren halt damals so klein. No, so 20 Zöller war nix. Der damalige PC Standardbildschirm hatte 14 Zoll. No, also von daher, ich habe es ja auch nochmal geschrieben, ne? 640x480, vergrößern würde die Qualität leiden. Und ja, es ist leider auch so, dass manche Zuschauer Nicht-HD-Videos gar nicht mit der Kneifzange anfassen, auch wenn es eigentlich vollkommen richtig wäre, das hier in 640x480 hochzuladen, wäre dann bei YouTube 360p, also schlechter als 640x480. Nee, 480p gibt es auch, Entschuldigung. Aber halt die entsprechenden blöden Kommentare, warum machst du das nicht in HD oder i ist ja nicht HD, will ich mir da gar nicht antun. Deswegen mache ich das hier relativ einfach mit dieser Blende. Finde ich auch ganz schön so, muss ich ehrlich sagen. Habe ich ja beim Let's Play Diablo auch so gemacht. Und werde ich auch bei anderen älteren Spielen so machen, die halt nicht in voller Auflösung oder HD-Auflösung laufen oder eben nicht 16 zu 9 laufen, sondern 4 zu 3, dass ich da so einen Rahmen drum mache. Selbst gestaltet natürlich. Ja. Ich finde, das gibt dem Ganzen nochmal so die persönliche Note und wertet das halt auch nochmal so ein bisschen auf, als wenn man das dann 4 zu 3 hochlädt. Ja. Uploadzeit und Dateigröße werden dadurch übrigens kaum beeinflusst. So eine Folge. Wir können ja mal reingucken hier. Gesendet, Herrscher der Meere. Ja.
Das ist Playlist-Logo, aber so eine Folge 200 MB, 240 MB, 270 MB, also 200 bis 300 MB hat so eine Folge. Das wäre sie auch, beziehungsweise wäre nicht viel weniger, wenn ich das in 640 mal 480 rendern würde. Von daher. So, Frage ist, ob das bei der Aufnahme mitgesprungen ist. Ich denke mal und hoffe mal, ja, weil ich den Bildschirm aufnehme. Von daher, ja, also das Verfahren mit dem Rahmen und dann eben trotzdem HD hochzuladen, das passt alles. Wenn man es vom Rendern her richtig einstellt, man braucht dann nicht keine hohe Bitrate einstellen. Ich mache das hier mit derselben Bitrate, wie ich meine Minecraft Let's Showplays rendere, mit 3,5 Mbit pro Sekunde, pro Minute, nee, 3500 Kilobit pro Sekunde als Bitrate beim Rendern zum Abspielen. Das passt. Ja, von der Qualität sehr reich, Dateien sind nicht allzu groß. Fertig. Ja, und er wollte einfach nur mal nachfragen. Hier habe ich auch einfach mal die Gelegenheit genutzt, ein bisschen was dazu zu erklären. Und geht doch mehr um den Kommentar und der ist 1A plus Sternchen. Danke dafür. Das war's. Achso, Obi-Wan Kenobi. Ja, guter Start in den Tag. Wieder mal schön 15 Minuten. Ja. Und Miloworks schließt sich hier gleich an. Wunderbar, sehr schön. So gehört sich das, so gefällt mir das. Weiter geht's. Folge 9. Ich glaube, ich mache mal die ersten 10 Folgen und dann teilen wir das weiter auf. Drei Kommentare. Zack, Captain Zocker ist endlich auch bei Folge 9 angekommen. Herzlich willkommen. Danke dafür. Und Andy Brassen. Ja, voll Epic Film Music freut sich hier über die Kommentare. Danke für die regelmäßigen Folgen. Gern geschehen. Und Obi-Wan Kenobi fiebert jedes Mal mit, wenn die Monatsabrechnung kommt. Ja, das ist ja immer so eine Sache, ob es mich da in die Minuszahlen reicht oder ob meine Schiffe rechtzeitig den Hafen erreichen und ihre Waren dort verkaufen können, damit ich Kohle habe, wenn es an die Abrechnung geht. Das wird auch weiterhin spannend bleiben, ne? So, Folge 10 und damit die letzte Folge für dieses gute Zeilen, schlechte Zeilen. Da kann ich dann gleich die nächste Folge aufnehmen. Machen wir das mal hier in einem Rutsch durch. Folge 10. Zack, zack, zack. Jawohl. Diesmal, da kriege ich von der KI, also von den Computergegnern, richtig einen eingeschenkt. Ja. Schauen wir mal in die Kommentare. Zack, 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 zack. So, jawohl, Epic Film Music meldet sich hier, da ist aber einiges in die Hosen gegangen. Richtig, da habe ich richtig auf die Fresse gekriegt. Wie immer, tolles Video, dickes Danke dafür. Warum eigentlich Dutchman? Wie kommt es zu meinem Nickname? Ich komme nicht aus Holland, aber meine Vorfahren kamen vor circa 400 Jahren, also so 1620 herum, aus den Niederlanden nach Deutschland. Ja, Holland sind nur zwei Provinzen der Niederlande, Nord- und Südholland, wie bei uns Bayern ein Bundesland von Deutschland ist. So ist eben Nordholland, Südholland sind zwei Provinzen der Niederlande. Vereinigtes Königreich der Niederlande, so heißt der Staat vollständig. Ja, ja, und daher kommt eben der Nickname Dutchman im Englischen, also Holländer oder jemand, der aus den Niederlanden kommt. Ja, von daher, ne, auch ich habe einen Migrationshintergrund, um mal so ein aktuelles Stichwort aufzugreifen. Allerdings hat meiner so mit 400 Jahren schon ein bisschen Patina angesetzt. Ja. Aber, naja. Immer noch das Arte unter den Let's Playern, meint hier Zertaster. Ja, ich kann Französisch sprechen. Französisch war meine erste Fremdsprache vor Englisch. Und den Film, den er hier anspricht, Der ganz große Traum, den kenne ich leider nicht, habe ich mir inzwischen auch noch nicht angesehen oder mich auf die Suche danach gemacht. BR Alpha, jawohl, Stichwort Harald Lesch mit Alpha Centauri, hatte ich ja auch mal im Minecraft Let's Showplay angesprochen. Speziell das
Phänomen, Harald Lesch. Der ist ja wirklich einmalig. Auch seine Karriere bei den Medien halt im Nachtprogramm als Geheimtipp gelaufen mit Alpha Centauri. Ganz einfaches Studio-Setting. Ne? Dem Typen hat man einfach nur eine Schulbank hingestellt, eine Tafel und ein Stück Kreide in die Hand gedrückt und da hat er einfach losgelegt und ist so eben richtig Kult geworden und mehr brauche auch eigentlich nicht, um richtig gut zu sein. Ja. Ich, ja, ich weiß nicht mehr, welche Folge es ist. Schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, wenn es jemand gerade so im Kopf hat, als ich hier über Harald Lesch gesprochen habe. Als Hinweis vielleicht für die anderen, die noch nicht so lange dabei sind. Fußball überhaupt nicht mein Ding. Wie komme ich denn darauf? Ach, der ganz große Tom. Genau, da habe ich mal nachgeschlagen. Doch nach dem Film Titel gegoogelt. Ist eine Fußballgeschichte. Fragt mich jetzt bitte nicht mehr welche. Aber Fußball überhaupt nicht mein Ding. Folgentitel habe ich hier wieder korrigiert. Wunderbar. Und ja, Epic Film Music. Ja, ist einiges in die Hose gegangen. Ich habe von der KI immer noch mal einen richtig verpasst bekommen. Und das hatten wir ja hier schon. Wunderbar. Obi-Wan Kenobi, ja, da hat es mich richtig übel erwischt. Und ja, wie ihr gesehen habt, habe ich mich da wieder herausmanövriert und aktuell, Folge 26 ist ja gerade hochgeladen, steht's ja recht gut. Südala, das soll's für dieses gute Zeilen, schlechte Zeilen erst einmal gewesen sein. Ich denke mal so eine Dreiviertelstunde rund habe ich hier wieder schon zusammengefaselt und werde mich dann gleich dran machen, die nächsten Folgen vom Let's Play Herrscher der Meere zu vergute Zeilen, schlechte Zeilen. Also, da die nächste Folge gute Zeilen, schlechte Zeilen gleich aufzunehmen. Dann schaffen wir vielleicht die 15 Folgen, dass wir bis 25 dabei sind. Ne? Bis dahin, bleibt mir treu, bleibt mir gewogen, empfehlt mich weiter. Adieu mit Ö.